Wir sind ganz auf verschiedenen Wegen informiert. Zunächst mal ganz persönlich, auch durch eigene Patienten, mit denen man im Gespräch ist. Dann durch Telefonate und E-Mails und auch in Gesprächen mit Angehörigen von schwer betroffenen Kollegen in Italien zum Beispiel. Es sind ja Ärzte und Pflegende, die in dieser Erkrankungswelle tätig sind, auch gefährdet, selbst zu erkranken. Und so bekommen wir auch sehr lebendig mit, was es bedeutet, doch schwer zu erkranken, beatmet werden zu müssen und auch was für ein Leid bedingt wird dadurch, dass die Patienten sehr rigoros von den Angehörigen getrennt sind. Das ist auch etwas, was wir für die nächsten Wochen uns immer wieder fragen müssen, wie weit ist eine so absolute Trennung der schwerkranken Beatmeten von dem nächsten Angehörigen jeweils sinnvoll und medizinisch begründet und weit ist auch wiederum die Nähe zum Angehörigen etwas, was Lebenskräfte geben kann und auch Schwerstkranken ein Motiv geben kann in ihrem Kampf ums Überleben. Wir sind von Anfang an damit beschäftigt gewesen, was kann die anthroposophische Medizin aktiv beitragen. Wir haben eine jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung von virusbedingten Lungenentzündungen, haben es aber hier schon mit einer sehr spezifisch verlaufenden Lungenentzündung zu tun, die man nicht einfach mit anderen vergleichen kann. Da sind wir alle weltweit medizinisch ein Stück weit im Neuland. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass in China 82% der Patienten auch mit traditioneller chinesischer Medizin behandelt worden sind die letzten Wochen und viele Kollegen dort den Eindruck haben, das war das Wirksamste, was den Patienten geboten wurde. Es war jetzt am Montag in Genf eine Anhörung, wo wir auch seitens der anthroposophischen Medizin unser Konzept vorstellen konnten. Und wir behandeln die Patienten ambulant und stationär auch ergänzend mit Arzneimitteln, äußeren Anwendungen der anthroposophischen Medizin. Wir können auch präventiv auf diesem Gebiet etwas anbieten, was man an Übungen, auch an abwehrstärkenden Medikamenten und, wie schon gesagt wurde, auch durch die eigene Lebenspraxis tun kann. Es geht ja nicht darum, unbedingt nicht angesteckt zu werden. Es geht ja auch darum, wesentlich darum, wie im Falle einer Ansteckung das Ganze verläuft. Das ist nicht nur Lebensalter abhängig, das ist schon auch zu einem erheblichen Maß von uns selbst abhängig. Es ist jetzt zum Beispiel in Südwestdeutschland durchaus die Situation, das ist ja, Baden-Württemberg ist ja relativ stark betroffen in Deutschland, aber es gibt auch eine gewisse Offenheit, es gibt auch Anfragen von konventionellen Krankenhäusern, was macht ihr eigentlich, dass man sich hier im Netzwerk komplementäre und integrative Medizin auch austauscht, wechselseitig über die Erfahrungen, die wir sowohl, sage ich mal, schulmedizinisch machen, wie muss man diese Patienten spezifisch behandeln, auch beatmen, aber andererseits, was kann man auch vom anthroposophischen medizinischen her tun, wo wir ebenfalls dabei sind, Erfahrungen zu sammeln und dabei komplett vernetzt sind und miteinander jede Erfahrung teilen. Zum Persönlichen, denke ich, ist der Umgang mit der Angst etwas sehr Wesentliches. Zum einen sich doch bewusst zu machen, dass wir immer im Kontakt mit Viren, mit Bakterien, mit der Lebenssphäre der Erde leben und atmen. Und zwar jetzt eine besondere Herausforderung zu meistern haben, die aber auch nicht so ganz anders ist wiederum, als was ohnehin ständig von uns gefordert wird und dass wir da auch Vertrauenskräfte stärken müssen. Vertrauen ist eine ganz große Quelle der Gesundheit. Dazu gehört auf jeden Fall die Beziehung zu einem anderen Menschen. Also gerade Menschen, die alleinstehend leben, keine Familie haben, vielleicht jetzt auch keinen Partner haben, möchte ich offensiv empfehlen, dass Sie sich einen Menschen suchen, mit dem Sie zum Beispiel im Freien auch gemeinsam spazieren gehen, mit dem Sie persönlich auch sprechen, nicht nur virtuell. Diese Nähe ist wichtig. Auf der anderen Seite ist es auch mal eine Chance zu mehr Ruhe, zu mehr
Verinnerlichung zu manch klösterlichen Situationen gezwungen zu sein, um sich auch einige grundlegende Gedanken zu machen, nicht nur über die persönliche Orientierung, sondern auch darüber, wie wir als Menschheit insgesamt mit dem Leben umgehen, mit der Tierwelt umgehen. Denn natürlich spiegelt uns diese Krise auch ein wenig, wie rücksichtslos wir als Menschen mit dem Leben umgehen und umgegangen sind. Und wir können schon zeigen, dass solche Übertritte, wie jetzt das Virus einer Fledermaus, das dann auch noch über ein oft illegal gehandeltes Tier, das als Delikatesse gilt, zum Menschen gekommen ist, dass das auch mit, sage ich mal, tierverachtenden, schöpfungsverachtenden Praktiken zusammenhängt, die wir als Menschheit überwinden müssen. Wir müssen lernen, auf Dauer zusammenzuleben mit der Tierwelt. Wir müssen auf Dauer eine gesunde Atmung der Erde erhalten. Und wenn wir jetzt plötzlich so reine Luft über unseren Städten haben, leuchtet vielleicht auch etwas von der Zukunft auf die wir zugehen wollen.